Bin immer noch da. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Sonst noch etwas? Ich war schon besorgt, dass ich euch in den Tod geschickt haben könnte. Als er noch lebte, ließ Hefnorak all sein Blut aus seinem Körper fließen. Er wollte seine Macht nach seinem Tod auf sich zurückübertragen, um so ein mächtiger Lee zu werden. Dieses Blut befindet sich in den Gefäßen. Wenn ihr sie ausleert, nehmt ihr ihm jede Chance, seine früheren Kräfte zurückzuerlangen. Gefährlicher als ihr ahnt. Wenn man ihn sich selbst überlässt, wird er aufwachen, wenn er zu mächtig geworden und damit nicht mehr zu stoppen ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um sicher zu gehen. Sehr gut. Leert die Gefäße in den Wandleuchter beim Thron. Und dann setzt euch auf den Thron. Danach werde ich Hefnorak losbinden. Der Lich wird geschwächt sein, wenn er aufwacht, aber er ist dennoch ein ernstzunehmender Gegner. Seid bereit! Nun kann ich endlich ruhen. Nehmt Hefnoraks Eisenmaske. Euch mag sie von Nutzen sein und als eine kleine Anerkennung für eure Heldentat hier dienen.